Hallo und willkommen zum ersten Top 5. Mein Name ist Fabio und heute präsentiere ich dir meine Top 5 Quersichtfilme. Das Quersichtfilmfestival findet vom 2. bis zum 8. November zum 21. Mal statt. Und eigentlich gibt es gar nicht wirklich Top 5. Ich stelle dir einfach mal 5 Filme vor, wo ich denke, dass du schauen sollst, wenn du in Bern bist, in den nächsten paar Tagen. Fangen wir doch mal an mit dem Nummer 5. Kosmonautensehnsucht. Theaterinspizientin Miriam, und was eine Theaterinspizientin ist, siehst du im Film, weiss genau, wer, wann, was und wo vor und hinter der Bühne zu tun hat. Nur im echten Leben hockt ihre Love Interest auf dem Mond und will einfach nicht auf die Erde runterkommen. In der Zwischenzeit kann man Erdbeershakes durch Röhrli schlürfen, in der Provinz verloren gehen und sich fragen, was der 19. Januar 1985 so besonders macht. Meine Nummer 4 ist Just Charlie. Es sieht alles so aus, wie der Charlie eine Fußballkarriere vor sich hat. Der Vater hat hohe Erwartungen, aber der Charlie will nur aus seinem Bubenkörper raus. Er will einfach sich selber sein. Ein Dilemma zwischen Fußball, Familienglück und Individualität. Oder kann der Charlie etwa alles haben? Was klar ist, ist, der Charlie ist eine junge, starke Persönlichkeit. Meine Nummer 3 ist Being Okay, ein Schweizer Film aus dem Jahr 2017. Vielleicht hast du in den letzten paar Jahren über die Geschichte vom O, der aus der Schweiz ausgeschafft werden soll, obwohl er in seinem Heimatland verfolgt wird. Der O kommt kein Asyl über und seine Hoffnung auf Sicherheit steht auf wackeligem Fundament. Eine neue Asylbefragung steht da und wird über seine Zukunft entscheiden. In diesem Dokumentationsfilm sehen wir, was der O, und jetzt wissen wir auch, wie er wirklich heisst, okay, was ihn bewegt und wie sein weiterer Weg aussieht. Auf dem Platz 2 ist für mich Handsome Devil. Der Film aus Irland von John Butler zeigt die Geschichte von Ned und Connor, die in einem irischen Internat ein Zimmer teilen. Der eine ist ein Aussenseiter, der andere ein Rugby-Star. Was sie vereint, ist die Liebe zur Musik. Und das entdeckt auch ein Lehrer von beiden und bringt sie so zusammen. Aber dann passiert etwas, wo ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt. Ein Film, der mir sehr gefällt und der zwischen Drama und Komödie balanciert. Und das Top 1 da beim Top 5 ist Tom of Finland, der Headliner-Film vom diesjährigen Quersicht. Tom of Finland erzählt die Geschichte von Toko Laksonen, der in den 50er Jahren in Finnland nicht leben kann, wie er will, nämlich als Homosexueller. Darum leiht er sich ein Pseudonym zu, nämlich Tom of Finland, und empfacht damit nicht nur die Gay-Revolution, sondern wird auch Symbolfigur von einer ganzen Generation junger Männer. Tom of Finland ist ein Biopic und Porträt und übrigens auch der Beitrag von Finnland zum Oscar 2018. Das war es, das erste Top 5. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib mir ein Top 1, einen Daumen nach oben und ein Like oder was auch immer, wo du das Video siehst. Und abonniere unbedingt unseren Kanal Queer Up Videos. Geh auf unserer Webseite vorbei, queerup.ca, und wird Teil von LGBTIQ und du. Bis gleich, bis nächste Woche. Ciao.